ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu Übungen bei Skoliose. Du kannst natürlich auch gerne mitmachen, wenn du keine Skoliose hast. Skoliose ist eine Verdrehung der Wirbelsäule. Das macht sich bemerkbar oder das fällt auf, wenn du stehst und deinen Oberkörper nach vorne hängen lässt. Dann sieht man, ob eine Seite der Rückenmuskulatur höher ist. Denn das kommt natürlich von der Verdrehung und dann wirkt die eine Seite etwas höher. Dann hat man eine Skoliose. Es kann sein, dass man keine Probleme damit hat, aber es gibt natürlich auch hier wie bei allem verschiedene Formen oder verschiedene Stärken. Also wenn du kein richtiges großes Problem hast, dann kannst du natürlich mit mir jetzt einfach mitmachen. Denn bei Skoliose ist Hauptsache wichtig, sich überhaupt zu bewegen, denn die Wirbelsäule muss beweglich sein in all ihre Richtungen. Genau das werden wir heute tun und natürlich auch die Muskeln rundherum stärken. Wir beginnen im Sitzen und wenn du möchtest, holst du dir einfach ein Kissen, legst es dir unter deinen Po, dann sitzt du vielleicht angenehmer. Du kannst deine Füße kreuzen oder du stellst sie vorne auf. Halte dich auf alle Fälle mal fest, atme aus und werde rund. Lass dein Becken nach hinten kippen, den oberen Rand zurück. Atme ein und richte dich nochmal auf. Nochmal ausatmen, zurück. Einatmen, aufrichten. Ausatmen. Und mach immer so mit, wie es für dich okay ist. Es gibt kein Gut und Schlecht. Einfach so mitmachen, wie du dich wohlfühlst. Wenn du jetzt dich aufrichtest, nimmst du deine Arme nach oben, streckst dich ganz lang, versuch dich lang zu ziehen, atme ein und mit dem Ausatmen drehst du dich auf eine Seite, so weit wie du kannst nach hinten, einatmen, wieder zurück und ausatmen zur anderen Seite. Einatmen, wieder zurückkommen und aus. Und ein. Gleich nochmal. Die Rotation. Jede Seite noch einmal. Wichtig ist, dass du aufrecht sitzen bleibst. Ein letztes Mal noch. Richte dich auf. Und jetzt lässt du deinen linken Arm mal nach unten sinken. Lass deine Gesäßhälften auf dem Boden. Komm tief, atme ein, drück dich hier zurück und atme aus. Komm nach rechts. Atme ein und atme aus. Seitliche Neigung. Wirklich seitlich jetzt zuerst mal. Wenn du jetzt dann noch einmal zur Seite kommst, versuchst du dich über einen großen Ball drüber zu legen, seitlich und nach vorne. Also leicht nach vorne vor dein Knie und wieder aufrichten. Jede Seite noch einmal. Und komm langsam wieder zurück. Einmal deine Beine auf deine Knie kommen, mit den Beinen rüberdrehen, sodass du auf deinen Knien bist, im Vierfüßlerstand. Hände unter deinen Schultern platziert, Knie unter deinen Hüftgelenken. Zieh dich raus aus deinen Schultern. Und versuch jetzt zuerst mal deinen Rücken rund zu machen, deinen Bauchnabel zur Decke zu schieben und einatmen nach vorne. Noch einmal die Wirbelsäule runden und bewusst nach unten durchhängen lassen. Und immer in deinem Tempo, ganz egal, welches Tempo ich jetzt mache, versuch dein Tempo zu wählen. Und jetzt gibt es natürlich nicht nur dieses Vor und Rück, sondern auch zur Seite, in allen möglichen Richtungen deine Wirbelsäule durchbewegen. Probier aus, wo es für dich jetzt gerade noch angenehm ist. Einmal so richtig durchbewegen.
komm dann ganz langsam wieder zurück, bis du in einer neutralen Wirbelsäulenposition wieder bist. Hier raus aus deinen Schultern ziehen, Knie unter deine Hüftgelenke, Bauchnabel nach oben ziehen und Kopf in Verlängerung deiner Wirbelsäule. Stell deine Fußspitzen auf und versuche jetzt, deine Knie ganz leicht vom Boden abzuheben. Halten, spür die Kraft im Rumpf, Bauchnabel nach innen ziehen. Und versuche jetzt einmal mit deinem rechten und deinem linken Knie auf den Boden zu tippen. Ganz leicht dein Becken drehen. Zieh dich raus aus deinen Schultern. Die letzten, spür die Rumpfkraft. 7, 6, 5, 4, 3, 2, einen und lösen. Sehr schön. Die Arme lang nach vorne. Dein Steiß, Bein zurückschieben. Verlängern. Und nach vorne kommen. Jetzt nimm deine Beine nach vorne, sodass du dich absetzen kannst auf dein Gesäß. Fass deine Oberschenkel und roll dich langsam in die Rückenlage ab. Deine Arme neben dem Körper, deine Füße schieben in den Boden. Jetzt roll dein Steißbein Richtung Ferse und komm Wirbel für Wirbel. Wirklich Wirbel für Wirbel nach oben, bis du maximal bei deinen Schulterblattspitzen ankommst. Und dann rollst du dich ganz langsam noch einmal wieder tief. Lass dir Zeit, wirklich langsam nach oben, nach unten rollen. Noch einmal. Dann bleib oben. Versuch dich hier zu halten. Und versuche jetzt, wenn du runterkommst, einmal deine rechte Gesäßhälfte mehr zu spannen. Dann deine linke, deine rechte, deine linke. Und noch einmal hochrollen. Einmal rechts, links und leicht dein Becken absinken. Wieder hoch, rechts, links, spür die Kraft, Rückseite, Oberschenkel, Gesäß, unterer Rücken. Noch einmal, wie ein Blatt, das vom Baum fällt, roll dich noch einmal auf, bleibe jetzt hier, ist dein Nacken entspannt, gut. Dann schließt du deine Füße jetzt etwas mehr und versuchst im Wechsel deine Knie anzuheben, rechts und links im Wechsel, ohne dass dein Becken sich hiermit bewegt. Das Becken bleibt ganz ruhig. Rechts oben halten, kurzen Moment. Und wieder absetzen, links oben halten, stabilisieren, absetzen und entspannen. Sehr gut. Klein werden, nacheinander die Knie ranziehen, ein bisschen auf deiner Wirbelsäule unten hin und her rollen, entspannen. Dann streckst du dein rechtes Bein, dein linkes und räkelst dich jetzt am Boden. Auch eine schöne Übung, in alle möglichen Richtungen dich bewegen. Einfach mal durchbewegen, gähnen. Deine Füße nochmal nacheinander aufstellen. Lass dich auf die Seite kippen. Nimm deinen ganzen Oberkörper mit. Komm über die Seite langsam eins nach oben. Bleib nochmal sitzen. Komm so ein bisschen seitlich zu dir. Füße stehen hüftschmal, ein bisschen breiter vielleicht sogar. Richte dich hier auf. Atme aus, lass die Knie kippen.
Und dann kommst du zurück und lässt dich den Rücken ganz leicht nach unten kippen, also das Becken kippen. Nochmal hoch, Brust raus und locker. Einmal, dann kommst du wieder zurück, richtest dich auf, setz dich noch einmal gemütlich, egal wie, lässt locker, fühlst einen Moment lang in deinen Rücken, vielleicht fühlt er sich gut durchbewegt an, du fühlst dich wohl in deiner Haut, hoffe ich, atme ein, streck deine Arme, atme aus, löse. Noch einmal einatmen, räkeln, strecken. Wenn du Lust hast, schau mal gerne unten beim Meer ansehen. Da kannst du mal auf deine Unterstützung gehen. Wenn du mich unterstützen möchtest, meine Arbeit wertschätzen möchtest, mit zum Beispiel 2,50 Euro oder 5 Euro monatlich, freue ich mich. Danke, die mich schon unterstützen. Ohne euch würde es gar nicht gehen, dass ich jetzt gerade so viele Videos drehe. Ich möchte natürlich noch mehr drehen, also freue ich mich auf jeden weiteren Unterstützer. Öffne deine Arme, heb dein Brustbein und entspanne dich. Sehr schön, vielen Dank fürs Mitmachen. Also wie gesagt, wichtig ist wirklich bewegen, die Wirbelsäule durchbewegen in all ihren Bewegungsrichtungen. Das haben wir jetzt getan. Wenn man das regelmäßig macht, dann merkt man bestimmt eine Verbesserung. Wenn du Lust hast, schau auf meinen Kanal auch mal, da habe ich die Playlists, wo ich schon die Videos etwas geordnet habe. Da findest du vielleicht deine Sparte, die dich am meisten interessiert. Oder ganz einfach bis zum nächsten Workout.